Hey Leute, willkommen zurück zu Goblin Auto Club Manager. Kurz vorab, ich werde vermutlich so im August mal so ein, zwei Wochen gar keine Videos aufnehmen, beziehungsweise ich habe jetzt schon wieder Sachen bekommen, 4, 5 Spiele, dass ich alle paar Tage mal angespielt mache, aber sonst keine Let's Plays für ein, zwei Wochen. Aber ich kann schon mal sagen, dass ich zu 99% mit dem Spiel hier weitermachen werde, auf jeden Fall. Dice Unfold geht jetzt erstmal in die Pause sowieso, bis die neuen Helden rauskommen. Knock on the Coffin Lid frisst halt zu viel Zeit. Aber generell kann ich sagen, so für alle, die das nicht so verfolgen bei mir oder die das nicht so kennen, wenn da mal irgendwie mehr als 2 Tage keine Videos kommen, dann am besten mal einen Blick in die Community-Beiträge schreiben, weil werfen, weil da schreibe ich recht häufig, wenn mal länger als ein Tag hier Pause ist, dass ich mal irgendwie, ja, Pause mache wegen irgendwas. Gut, aber das nur nebenbei. Und wie gesagt, hier werde ich auf jeden Fall mit weitermachen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, das ist so viel besser als die anderen Spiele. Es ist halt vor allen Dingen was anderes. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, es trifft wirklich bei mir einen Nerv. Das auf jeden Fall. Gut, dann, was wollten wir denn jetzt machen? Ich habe schon so viel geredet und ja, ich sollte mal gegen den Dino fahren oder von mir aus auch Godzilla, aber für Godzilla ist der ein bisschen zu hellgrün. Aber gut, so, zweiter hier, eher Gigantic Boxfish. Ha, also von den Werten sieht das eigentlich so aus, ne? Also ich glaube, ich habe auch nicht viel schlechtere Werte. Ich würde das mal probieren wollen. Also zweiter werden wir sehr wahrscheinlich werden, weil die Werte sind halt, bei ihm sind es ein bisschen besser, aber generell, wir gucken einfach mal. So, wir brauchen auf jeden Fall hier Offroad. Und ja, das ist wieder der Punkt. Ich hätte gerne Vergleichswerte irgendwie. Jetzt vielleicht nicht hier in dem Bildschirm, aber wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe zurück und ja, ich müsste jetzt eigentlich auch nochmal zurück. Wenn ich mir das nochmal angucken will, muss ich dann hier wieder drauf. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Und ich sehe jetzt halt auch nicht die Zahlen. Gut, ich kann die Zahlen einstellen. Aber ich hatte das ja am Anfang probiert. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Nach wie vor würde ich es am besten finden, wenn in diesem Balken nochmal die Zahl drin steht für den Wert. Das wäre vielleicht ganz okay. Aber du hast auf jeden Fall, es ist eigentlich relativ ausgeglichen. Also, ja. Gut, und ich wollte jetzt ja nochmal gucken nach den ganzen Sachen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Aber ja, das ist halt das Offroad-Fahrzeug. Da werde ich auch nicht wirklich was anderes finden, glaube ich. Luftwiderstand eher nicht so. Offroad. Oh, okay, das ist noch besser. Aber das hat einen Stern, okay. Gut. Die Werte sind aber schlechter. Luftwiderstand ist ein bisschen, wobei, wir haben, also Bremskraft ist schon niedriger und Luftwiderstand ist, glaube ich, auch niedriger. Also das würde ich aber jetzt für die Strecke nicht austauschen, sondern einfach mal sagen, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Da würden wir ein bisschen Offroad verlieren, aber ein paar andere Werte schon gewinnen. Also ich würde schon sagen, wir wechseln ihn mal aus. Höhere Beschleunigung, das klingt doch erstmal ganz brauchbar. Dann können wir hier nämlich nochmal schauen, was haben wir denn hier bei den ersten Sachen so. Das macht jetzt aber auch alles nicht so den Riesenunterschied. Hier kriegen wir noch mehr Offroad, aber da verlieren wir einfach zu viel bei diesen Werten. Das kann es ja auch nicht sein. Das wäre, Wendekreis, mehr Gewicht, okay. Das ist halt auch ziemlich blöd, weil dann verlieren wir Leistung. Also es ist halt schon sehr, sehr schwierig, das so ein bisschen ausgleichen zu können. Oh, hallo, was haben wir denn hier? Der Teddy, und ich sollte ja mal die Katzenohren nehmen. Da verlieren wir aber Luftwiderstand, Maximalgeschwindigkeit. Ist vielleicht auf der Strecke jetzt auch nicht unbedingt so der Wahnsinn. Aber die sind, da sind ein paar ganz gute Sachen bei. Oh, dann haben wir hier Turbo. Ja, benutze ich ja eigentlich eher nicht so sehr. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Trash Friend würde ich dann eher nehmen. Hier hätten wir noch besseren Wendekreis. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Den Teddy würde ich nicht nehmen.
Das Katzenohren würden da jetzt aber auch nicht so richtig passen. Also entweder hier C17 oder Gewicht brauche ich eigentlich nicht. Also ich würde dann sagen, wir nehmen C17. Dann können wir, Moment, das auch noch mal ganz kurz speichern. Und dann legen wir auch direkt los. Sind ja erst 5 Minuten vergangen. Gut, und du kannst total aggressiv fahren. Turbo lasse ich erstmal noch, weil jetzt... Oh, er zieht jetzt auch so dran vorbei. Gut, wir müssen halt dann auch schon irgendwann... Er zieht hier echt sowas von dran vorbei, wenn er halt nicht irgendwo überall gegenfährt. Gut, eine Runde machen wir jetzt noch und dann müssen wir auf jeden Fall in die Box. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass er ein bisschen vorsichtiger fährt. Weil jetzt sind wir schon wieder auf dem zweiten. Das heißt, mal gucken. Wir haben jetzt 6 von 15, das geht auf jeden Fall noch. Der darf da halt nicht so weit wegkommen. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Auch wenn das jetzt Leben kostet. So, jetzt fährt er gleich in die Box. Aber wahrscheinlich wird uns der zweite dann doch noch überholen. Ich glaube, du machst mal wieder hier voll Aggro, bitte. Zusammenstoß. Schrecklicher Unfall. Ja, okay. So viel zum Thema Aggressivität. Oh Gott. Ja, ich glaube, so aggressiv dann zu fahren. Aber ich versuche das jetzt trotzdem nochmal. Und mit Turbo. Aber wir kommen da nicht mehr ran. Ja, super. Bestzeit. Ist immer wieder... Es will mich doch verhöhnen, das Spiel. Ja, okay, das kannst du vergessen. Überrundet, ja, toll. Der Crash war, glaube ich, das Problem. Oder die Crashes. Aber das sah eigentlich ganz gut aus. Am Anfang. So, was haben wir jetzt hier? Wir hätten nochmal die Strecke. Die sind sogar... Also das sollten wir eigentlich, wenn es halbwegs vernünftig läuft, sollten wir das gewinnen. Und ich guck mal, wir starten an zweiter Stelle. Ich lasse das jetzt mal so vom Aggressivitätslevel, weil sonst gibt das hier wieder Crashes ohne Ende. Also wenn ich als letzter starte, würde ich das vielleicht direkt auf Anschlag drehen. Aber wenn wir vorne sind und ein bisschen Abstand haben, dann würde ich das halt auch wieder direkt zurückdrehen. Ich glaube, ich muss da sowieso mal öfter dran drehen. Ist ja super, wenn er dann die ganze Zeit versucht, an Gegnern vorbeizuziehen, wenn er dann überall gegenfährt, dann ist das halt auch nicht mehr so brauchbar. Ja, das war abzusehen. Also das hat sich schon sehr stark verbessert vom Setup her. Oder was heißt sehr stark? Aber es ist nochmal ein Sprung nach oben gegangen. Oder eine Stufe nach oben. So, 10 von 16. Dann fahren wir jetzt gleich mal in die Box. Und können das jetzt bis zum Ende durchziehen. Wenn das so weitergeht, überrunden wir gleich den zweiten. Haben wir das eben schon mal? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Na, da wurden wir gerade ein bisschen aufgehalten, aber wir haben so viel Vorsprung. Ich fahre echt nur noch mit der Maschine. Dann geht es schon wieder Richtung 5000.
Und diese Strecken, 2400, sind jetzt auch nicht so gut. Da müssen wir auf jeden Fall, also ich würde das jetzt schon probieren wollen. Und dann werden wir da nochmal dran drehen. Du kannst halt sehr aggressiv fahren, du auch. So, dann müssen wir mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall... Ich glaube, ich würde halt erstmal lange gerade nehmen und dann gucken wir mal, was wir hier haben, weil dann, was war denn das hier nochmal? Turbo ist jetzt nicht so interessant. Rollwiderstand wäre vielleicht mal ganz nett zu gucken, ob wir das irgendwie noch ein bisschen höher kriegen. Das würde eine ganze Ecke bringen, also das wäre schon, vielleicht sollte ich das sogar mal austauschen. Oder Cute Deer. Ja, okay, da kriegen wir auch Luftwiderstand. Ja, okay. Dann machen wir das so. Die Werte gehen eigentlich. Das Gewicht, weiß ich noch nicht so, wie viel ich da wirklich von brauche. Die anderen Werte sind eigentlich auch alle ganz okay. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch erhöhen sollte. Vielleicht Rollwiderstand noch weiter, aber der hat schon den besten. Da würden wir Turbo verlieren und Offroad und von den anderen beiden noch ein bisschen was. Ich würde mal das nehmen. Und da hätten wir noch mehr Gewicht. Da würden wir aber wieder Bremskraft verlieren. So, die Katzenohren, die wären schon okay. Ich werde das jetzt einfach mal speichern, weil das sieht eigentlich ganz gut aus. Das Reh wird's regeln. Okay, Turbo werde ich aber halt eher weniger benutzen, weil die Werte sind halt nicht so gut, aber die anderen Werte sind ganz gut. Und es ist halt auch richtig gut dabei. Wir sind am ersten dran, das ist super. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Situation finden, um zu überholen. Ah, nein, 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 das war eine Katastrophe. Das war ja echt eine Katastrophe. Oh mein Gott. Neue Höchstgeschwindigkeit. Wahnsinniges Auto. Ja, genau, das Reh. 102. Ja, alles klar. Ja, das ist wieder dieses Problem. Wir müssen nochmal in die Box. Ja, der Crash war das Problem. Also sonst, ich glaube, das hätten wir geschafft. So, 4 von 7. Ich würde halt noch mal gucken, ein bisschen dosierter dann den Turbo zu benutzen, auch wenn die Werte nicht so gut sind. Du musst in eine Box, aber der erste ist halt ein bisschen weit weg. Neue Bestzeit. Das reicht nicht. Ich kann den Turbo eigentlich nicht länger laufen lassen. Und das, ja, schade. Also wenn der Crash nicht gewesen wäre, das hätten wir geschafft. Auf jeden Fall hätten wir das geschafft. Gut, aber das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt mal gucken. Was haben wir denn hier? Ja, ja, das passt ja. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Also das könnte schon klappen. Es könnte klappen. Wir starten auf der 2. Das Reh ist echt wendig.
Das sind 9 Runden. Jetzt ist wieder die Sache mit dem Turbo, ne? Eigentlich, ich würde jetzt eher die Strategie fahren und sagen, ich benutze den gar nicht. Dann müssen wir nur einmal in die Box und schaffen es vielleicht noch am ersten irgendwann vorbei. So, der dritte muss in die Box. Okay, wir haben noch ein bisschen Puffer. Ich würde wieder so bei 40% dann sagen, geht's in die Box. Beziehungsweise eine Runde nehmen wir noch mit. Aber da müssen wir auf jeden Fall... Oh nein! Ah, schon wieder so ein Crash. Ja, das war super blöd. Ich glaube, ich werde jetzt den Turbo benutzen auf den Beschleunigungsstreifen. Wir haben nicht mehr so viel Puffer hier. So, du kannst jetzt hier nochmal angreifen. Und es zieht dran vorbei. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der totale Wahnsinn. Jetzt zieht er wieder dran vorbei. Mein Gott, ist das spannend. Das gibt's ja nicht. So, hier, Turbo. Wir kommen besser um die Kurven, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Verdammt. Ah, zum Ende hin. Wieder so blöd gelaufen. Vielleicht liegt's auch am Fahrer. Vielleicht sollte ich da irgendwie nehmen, der ein bisschen vorsichtiger fährt. Aber das läuft schon so viel besser. Okay, jetzt haben wir die Strecke wieder. Die sieht glatt aus. Ich sag's mal so. Und ja, wir gucken mal. Wir brauchen, ich würde jetzt schon sagen, das passt ja schon. Können wir denn hier noch irgendwie mal so ein bisschen Bremskraft erhöhen oder Luftwiderstand? Das wäre doch ganz nett. Ha, das wird auch, das Reh könnte ich halt... Ja, theoretisch auch nehmen, aber ich würde vielleicht sagen, das hier, Arrow, sieht ganz gut aus. Hat auch die besten Werte dafür, aber die anderen, ja, das geht, Bremskraft geht zu weit runter. Nee, wir bleiben dabei und dann nehmen wir... besseren Wert in Bremskraft wäre natürlich schon... Ich nehme ihn mal, auch dafür. So, dann würden wir hier ein bisschen verlieren. Dann nehmen wir das auch dafür und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch für Reifen? Oh, damit könnte man Bremskraft schon ziemlich erhöhen. Aber das Gewicht ist halt echt niedrig, beziehungsweise Leistung wäre halt auch noch mal ganz gut. Haben wir denn hier irgendwie Leistungsreifen? Ja, aber das Problem ist, wenn die zwei Werte hier sinken. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Nee, würde ich auch nicht machen. Eher nicht so. Da würden wir halt auch verlieren. Ich glaube, wir bleiben dabei. Probieren das mal so. Weil dann haben wir halt jetzt wieder den Fahrer. Aber vielleicht. Mal gucken. Der crasht verdächtig oft. Wenn wir ein bisschen Glück haben und der erste crasht mal hier und da, dann muss der einmal... mehr in die Box und dann hätten wir schon, dann wären wir schon auf der 1. Ja, da muss er jetzt schon, aber wir haben halt auch, ja, wir haben auch nicht mehr so viel Spielraum. Sind halt 12 Runden, aber trotzdem. Ja,
wir müssen eigentlich jetzt auch schon in die Box. Also noch eine Runde würde ich, glaube ich, nicht machen, weil, ne, besteht immer die Gefahr, dass das wieder einen Crash gibt irgendwo und dann kommen wir gar nicht mehr vom Fleck. Es könnte halt gut gehen, aber wenn es halt nicht gut geht, dann ist vorbei. Neue Bestzeit. Ohne Turbo. Er benutzt ja doch hier und da mal ein Turbo. Ah, er muss halt wieder in die Box. Also wir haben 7 von 12, aber wir müssen wahrscheinlich auch nochmal in die Box. Aber ich spekuliere jetzt einfach darauf, wenn er die ganze Zeit ein Turbo benutzt, dass er auch öfter in die Box muss. Dass wir, wie gesagt, vielleicht einmal weniger in die Box müssen und können uns so dann auf die 1 setzen. Ich würde jetzt einfach nochmal... Eine Runde würde ich noch fahren. Jetzt doch, auch wenn es ein bisschen knapp schon ist. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, okay, wir fahren in die Box, aber man muss das halt schon sehr gut im Auge haben. So, und je nachdem, wie der jetzt fährt, auch mit seinem Turbo, müsste der vor kurz vor Schluss vielleicht nochmal in die Box. Neue Bestzeit, was ist denn hier los? Und ganz zum Ende hin will ich vielleicht einen Turbo benutzen. Ah, es sieht so aus, als ob er durchzieht. Ist halt die Frage, ne? Wenn er jetzt durchzieht, dann müssen wir auch gucken. Oh mein Gott. Er fährt. Ja. Ja, das sieht gut aus. Er kommt auch nicht mehr ran. Nee, er kommt nicht ran. Ich hau jetzt trotzdem Turbo rein. Jetzt haben wir endlich mal wieder hier beim... Bei so einem Aufstiegsrennen ein Rennen gewonnen. Zumindest eins. Gut, dann gibt es sogar noch ein drittes. Und was haben wir denn hier? Die Strecke. Okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall Offroad. Und das sieht eigentlich, das müsste eigentlich auch machbar sein. Wenn wir nicht irgendwie Pech haben mit irgendwas, dann sollte das okay sein. Wir starten auf der 1. Und auch hier jetzt wieder Turbo nicht so wirklich benutzen, sondern gucken, dass wir dann uns ein bisschen das Leben aufsparen, um weniger in die Box zu müssen als die anderen. Und mit dem Vorsprung brauche ich eh kein Turbo. Den würde ich halt auch nur benutzen, wenn ich irgendwie wen überholen will gerade oder auf irgendeiner Geraden dann. Wenn ich vorankommen will, aber das passt ja. Momentan passt das ja. Und der da unten rechts steht auf der Strecke. Stand er da schon immer auf der Strecke? Jetzt gerade nicht mehr, okay. Aber hier ist es natürlich noch sehr viel wichtiger mit den Boxenstopps, weil man die einfach öfter machen muss. Die können sich da gegenseitig ruhig mal so ein bisschen auf den Wecker gehen. Dann haben wir hier jede Menge Puffer. Und dann wäre es auch kein Problem, wenn wir einfach mal in die Box fahren. So, die müssen jetzt in die Box. Das ist schon mal super. Ich ziehe jetzt trotzdem noch eine Runde durch. Das reicht nicht mal für die Hälfte. Dann fahren wir jetzt nämlich in die Box. Wir haben so viel Vorsprung. Ja, das wird jetzt schon echt wenig. So, direkt los. Aber gut, 6 von 12 müssen wir eventuell nochmal. Je nachdem, wie es läuft. Ich stelle den jetzt auch nicht auf ultra aggressiv, weil wir brauchen es halt auch nicht. Ist natürlich auch die Frage, ob man sich jetzt sagt, okay, zu Rennbeginn, wenn man als Dritter oder Vierter startet und sich sagt, okay, ich lasse den jetzt total aggressiv fahren, damit er sich möglichst früh auf die Eins setzt. Kann man natürlich machen und dann steht man da und ja,
im Gegensatz zu, man fährt halt hinterher und dann blockieren die sich gegenseitig und man kommt halt nicht am zweiten dran vorbei und der erste kriegt immer mehr Abstand und dann kommt man an den auch nicht mehr ran, selbst wenn man den zweiten überholt. Rekordzeit. Ein Rekord nach dem anderen. Das können wir einfach runterfahren. Oh, das sieht richtig, richtig gut aus. Aber mir macht das ein bisschen Angst, so was die nächsthöhere Liga angeht. Weil hier haben wir zum Teil ja doch schon so ein bisschen zum Kämpfen. 9 von 12. Ich werde jetzt trotzdem nochmal durchziehen und dann fahren wir jetzt in die Box, weil jetzt müssen wir. Also bis zum Ende kann ich das nicht machen. Aber das haben wir eigentlich im Sack. Wenn es hier nicht nochmal irgendwie total blöd läuft. Ja komm, dann hau ich hier nochmal ein Turbo rein zum Abschluss. Mein Gott, das läuft ja richtig, richtig gut. Gewinner der regionalen Meisterschaft. Damit hast du das Spiel gewonnen. Wenn du weiterspielst, wird es richtig hart. Das wollte ich doch hören. So. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und wir können mal kurz gucken hier. Wie sieht denn das? Oh ja. Ja. Ja, ja. Die Werte. Okay, ja, wir haben auch ein paar sind schon okay, aber schon ein paar andere eher nicht so. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.